So, und weiter geht's hier im Interviewprogramm. Jetzt bin ich bei was gelandet, das sieht total nach Manga aus. Hallo, ich bin der Andi, wer bist denn du? Hi, ich bin Tamara, beziehungsweise Tamara Arts als Künstlername. Und was zeigst du uns hier? Ich sehe hier ganz viele Bilder und Drucke. Was genau haben wir denn vor uns? Ja, also ich verkaufe hauptsächlich meine eigenen Kreationen. Das sind alles Bilder von meinen Charakteren aus meiner aktuellen Story, die ich als Erstling, als Manga rausbringen will. Bin auch gerade dabei zu arbeiten, mache gerade ein Artbook da draus und mit einer Leseprobe, damit die Leute den Geschmack auf die Charaktere und die Story bekommen. Das sind halt die Sachen, die ich hier zu verkaufen habe. Auch unter anderem von meinem Maskottchen Getsuya the Vampire Kitten habe ich ein paar Buttons und Sticker zur Verfügung und Anhänger. Eine ganz süße kleine Fledermauskatze. Soll einfach ein bisschen niedlich sein im Gegensatz zu den etwas dunkleren Bildern meiner Illustration. Kannst du uns inhaltlich so ein bisschen beschreiben, worum es gehen wird, was so der Stil ist, vielleicht auch grob die Story mal anreißen, was uns da erwarten könnte? Also jeder denkt jetzt sich wahrscheinlich so, buh, Twilight, aber nein, es geht tatsächlich um Zusammenkunft von Werwölfen, Vampiren und Gestaltwandlern, die gegen eine neue Rasse, die aus den Vampiren entstanden sind, kämpfen, weil das sind natürlich dann meine Bösen, ist klar. Der Anführer ist ist ein bisschen freaky von den Bösen und will halt, nennt er nicht die Weltherrschaft, aber schon die Menschheit unterdrücken. Und während die anderen drei Geschöpfe, sage ich jetzt mal, versuchen dagegen anzugehen, weil die wollen halt eben nicht, dass die Menschen erfahren, dass sie leben, ja, also dass sie unter sich, weil die wollen halt diese Hexenjagd, die sie im Mittelalter erlebt haben, halt einfach nicht nochmal erleben. Genau, und darum geht es halt. Die versuchen dann natürlich einen Krieg zu verhindern, aber die anderen wollen halt natürlich, die wollen halt natürlich auf jeden Fall Krieg, unter anderem halt auch die Vampire mehr oder weniger dezimieren. Und die versuchen halt ein bisschen dagegen anzugehen. Und in der Story geht es um meine zwei Hauptcharaktere, das sind Zwillingsschwestern Mara und Jen, die zu Vampiren werden im Laufe der Story. Und sie wachsen ein bisschen mit der Story. Am Anfang sind die noch ein bisschen, also die eine ist ein bisschen schüchterner, die andere ist so eher so, die rennt in irgendwas rein, ohne drüber nachzudenken. Und wie gesagt, das wäre mir natürlich mein Wunsch. Kriege ich das so hin, dass im Laufe der Story die beiden halt erwachsen werden und ihre Gefühle auch sich anders entwickeln, ihre Charaktere sich auch weiterentwickelt. Ja, cool. Du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass da du also ein bisschen Absicht hast, auch was deine Zielgruppe angeht. Du also eben jetzt nicht klassische Manga-Einteilungen vornehmen möchtest, sondern da eine andere Ansicht hast. Was genau hast du davor? Genau, also ich wollte nicht typisch Shoujo-Manga, also nicht typisch Mädchen und auch nicht typisch Jung-Manga machen, sondern ich wollte es halt mixen, ich wollte auch ein bisschen Adult reinmachen, also es wird wahrscheinlich dann doch ab 18 sein, weil halt auch Sex und Gewalt eine Rolle spielen wird. Klar, es ist halt Krieg, da kann man Gewalt nicht weglassen. Sex wird natürlich auch sein, weil die Charaktere natürlich sich dann auch verlieben, sehr logisch, ein bisschen Love muss dabei sein. Es wird ein bisschen actionreich und ich höre ein bisschen vielleicht gruselig, ein bisschen blutig, ein bisschen lustig und vielleicht auch traurig. Also ich versuche natürlich viele Emotionen damit reinzubringen, eben um die einzelnen Charaktere gut zur Geltung zu bringen. Wie ist dein Plan mit der Veröffentlichung? Wann, wie, wo kann man dir folgen? Was gibt es denn schon? Was kann man sich schon wo anschauen? Also momentan kann man sich nur Illustrationen anschauen auf meiner Facebook-Seite. Meine Homepage ist noch under construction. Die war lange vergessen und dann habe ich sie einfach vom Netz genommen und will sie jetzt nochmal neu aufbauen. Da wird dann auch tatsächlich dann die Leseprobe und auch die ersten paar Seiten zu lesen sein. Aber News gibt es immer auf meiner Facebook-Seite. Okay, genau. Super. Und wenn du jetzt noch verrätst, wie wir die Facebook-Seite finden können und wie sie heißt, dann danke ich dir schon mal jetzt für deine Zeit. Genau, also wie gesagt, mein Künstlername ist Tamara Arts und unter diesem Namen findet man auch meine Künstlerseite.
Ansonsten www.facebook.com/tamara.art1. Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit. Gell? Ciao. Danke auch. Ciao.